Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Ausgepackt aus dem Hause Modellburg-König. Und heute habe ich doch tatsächlich auch mal was Ziviles, und zwar vom Mini-Art unter der Nummer 38018. Das Cabriolet B German Car Typ 170V in 1:35. Und was der Hersteller wohlweislich weggelassen hat, dieses Cabriolet, diese 170V ist von Mercedes-Benz. wird natürlich aus Lizenzgründen nicht erwähnt, aber ja, ist halt so. Gut, enthalten haben wir 15 Spritzlinge plus Ätzteile, die dabei sind. Zwei Figuren spendiert der Hersteller dazu noch. Dann haben wir insgesamt 6 Deckelvarianten, das finde ich schon richtig gut. 49 Baustufen, hört sich viel an, ist aber, ja, ihr seht es ja gleich. Und das Ganze kostet unter 30 Euro. Und ich würde einfach sagen, gucken wir doch mal an, was für ein Schnuckelchen hier drin ist. So, tatsächlich ist das jetzt nicht der erste 170, den uns Mini-Art hier präsentiert. Das ist hier anders, was wir hier haben. Und zwar ist das die Cabriolet-Variante und halt in Zivil. Es gab vorher schon eine militärische. Dann starten wir hier mit der Anleitung. Finde ich immer nett. Die General Instruction haben wir hier. Scale 1-35. Da sind nochmal die ganzen Highlights aufgeführt, die dieser Kit so hat. Dann geht das hier direkt los mit den ersten drei Deckelvarianten, und da fällt uns erfreulicherweise auf, hier haben wir 1940 Belgien, 1940 Frankreich und in Berlin sogar, das passt sogar, das ist das richtige Kennzeichen dafür, das wurde schon mal sehr schön recherchiert, und wer dieses Zeichen hier erkennt und diesen typischen Kühlergrill, die Älteren von uns, die werden sich noch erinnern, das wurde ja ganz lange so gebaut mit diesem Kühlergrill, selbst beim Bauernbenz ist das noch zu erkennen gewesen. So, dann geht das Ganze hier weiter. Haben wir hier die Piktogramme, die Erläuterung. Dann haben wir hier die Teileübersicht. Erfreulicherweise sind Ätzteile dabei, Klarsichtteile. Sollte eigentlich, denke ich mal, hier alles ersichtlich sein. Und dann geht schon der Zusammenbau los. Motor liegt auch dabei, wie man hier schön sehen kann. Der ist sogar sehr schön detailliert, wie ich finde. Ihr seht das gleich auch nochmal an dem Spritzling. Dann gehen die Teile weiter. Hier sind die Federungen, das Fahrwerk, die ganzen Teile. Dann wird das Untergestell mit dem oberen Teil wird das dann vereinigt. Dann werden hier die schönen geschwungenen Polstersitze werden hier eingearbeitet. Das Ganze sieht richtig gut aus. Und auch erfreulicherweise haben wir hier Scheibenreifen. Kann man hier schön sehen. Und diese Scheibenreifen, die ermöglichen einfach, dass wir eine richtig hundertprozentig super duper geiles detailliertes Profil haben. Und so schön, wie das hier gedruckt worden ist, ist das in echt auch. Also da hat der Hersteller nicht getrickst oder gemogelt. Das sieht wirklich tatsächlich so schön aus, wie es da dargestellt wird. So, weiter geht's hier. Da kommen die Türchen ran. Ein Verdeck kann man hier auch drauf bauen, wenn man es drauf bauen möchte, mit hochgekurbelten Scheiben. So sollen die Figuren aussehen. Ganz modern, die Frau fährt, der Mann steht cool und lässig daneben. Und noch eine schöne Besonderheit, die mir sehr, sehr gut bei Mini-Art gefällt. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Farben. Dahinter noch die Erklärung, wer nicht wissen wollte, was es ist. Das hier ist schwarz, kann man jeder erkennen, das sollte klar sein, aber bei den Metallfarben wird es natürlich schon schwieriger. Also da sollte wirklich für jeden eigentlich was dabei sein. So, dann bin ich euch noch drei Deckelvarianten schuldig. Die kann man hier schön sehen. Hier haben wir von Schlesien, auch da ist das Nummernschild richtig. Ich habe vorher nämlich nachgeguckt, muss ich immer petzen. Dann hier nochmal und hier sogar eine Nachkriegsvariante ist dabei. Also dem geneigten Modellbauer sollte wirklich eine reichliche Auswahl an interessanten Deckels hier mit beigelegt werden. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wenden wir uns den Teilen hin. Schlecht gereimt ist, naja gut, lassen wir es jetzt. So, wirklich neu oder... Neu ist halt auch dieser Spritzling hier, kann man schön sehen. Und da fällt sofort auf, hier die Teile, wo die Spriegel im tatsächlichen waren. Das ist sehr schön dargestellt. Das ist beim Spritzguss immer relativ schwierig, genau wie diese Teile hier, diese Beulen hier reinzukriegen. Das ist gerade für die CAD-Zeichner, die ja nachher zu den Formbau gehen, ist das immer sehr schwierig. Daher ist das hier besonders schön, wie man das auch hier nochmal schön erkennen kann. Das ist richtig schön dargestellt. Das gibt auf jeden Fall einen Daumen hoch dafür. Top, top, top. Auch eine Detaillierung von unten. Und was uns noch auffällt, wir haben hier keine Auswerfermarken drin. Die sind tatsächlich hier rangekommen. Das wurde so weit gewählt, dass das eine schöne, runde Sache ist.
So, Scheibenreifen habe ich euch ja versprochen. So, wir geht's hier erstmal weiter, da sind einige Sitze. So, und hier zeige ich euch das Ganze mal von hinten. Kann man hier schön sehen. Da ist das Mittelteil, dann kommen die hier, die ran, das kommt dahin an die Felgen. Zack, und schon ist das Ganze schön. Hat natürlich auch den riesen Vorteil, ihr könnt das hier, die vier Teile zusammenkleben, schön in Reifen schwarz bemalen, XF85 zum Beispiel, und dann hinterher erst die Felgen reinkleben. Ist natürlich eine riesen Erleichterung bei der Bemalung, und sowas nimmt der Modellbauer natürlich gerne hin. So, der Spritzling liegt natürlich zweimal dabei, einmal für das Ersatzrad und dann natürlich für die jeweiligen vier Reifen. So, dann haben wir hier weitere kleine Anbauteile. Und hier gebe ich zu beachten, wie schön fein und filigran hier zum Beispiel die Federn gemacht sind, der Tank. Das ist alles sehr schön. Auch hier, da kann man nochmal das Herstellerzeichen kann man hier nochmal erkennen. Da sind die Teile für den Motor. Und auch hier, da gehe ich gleich nochmal näher ran bei euch. Das ist richtig schön gemacht hier, die einzelnen Rippen hier oder hier der Motorblock. Das gefällt, das macht Spaß und das ist vernünftiger Modellbau, denke ich mal. So, eine kleine Besonderheit noch bei diesem Spritzling. Hier wurde das sogenannte Slide-Mode-Verfahren angewendet. Das heißt, dass von mehreren Seiten der Plastik in der Form gespritzt worden ist. Und das hat den Vorteil, dass das Ganze hier hohlgegossen ist, wie man bei den Federn schön erkennen kann. So, dann haben wir hier die Türen und die zugehörige Verkleidung. Auch hier wurde wunderschön bedacht, dass hier ja noch so kleine Taschen waren, die aus Stoff daran genäht worden sind. Das ist sehr schön wiedergegeben. Hier haben wir kleinste und kleine Details, die auch einen hervorragenden Eindruck machen. Das Ganze gefällt wirklich, wirklich sehr gut. Ich bin da echt sehr begeistert von. Sieht von hinten so aus. Hier haben wir Auswerferstellen, aber wie gesagt, diese Teile werden da reingeklebt, verschwinden und dann sind die auch auf nimmer Wiedersehen. So, dann haben wir hier nochmal einen Kleinspritzling. Dann kommen hier auch schon die Figuren. Da hat MiniArt ja nun wirklich jahrelange Erfahrung. Die sehen auch ganz gut aus. Was hier allerdings ein bisschen zu bemängeln ist, das sind allerdings bei allen MiniArt-Figuren. Die haben ein bisschen viel Grat hier an den Seiten. Aber da spreche ich aus Erfahrung, das kann man wirklich gut wegmachen. Die Sachen zusammenkleben, da ist nicht viel Spachtelarbeit. Und dann hat man eine schöne Figur. So, das war der Herr. Hier haben wir die Dame, kann man sehr schön erkennen, am Oberbau, an den freigelassenen, offentragenden Beinen. Die junge Dame trägt einen Rock. Auch das kann man schön erkennen. Das ist alles sehr schön. Die Figuren machen einen ordentlichen Eindruck soweit. Dann haben wir hier einen Spritzling mit klaren Klarsichtteilen. Auch immer wieder ein netter Running Gag. Ein ganz kleiner Mäkelpunkt eventuell, das Kunststoff ist ein bisschen dick. Könnte man vielleicht ein bisschen dünner machen, aber auf jeden Fall noch im Rahmen. Was auf jeden Fall ein riesen Pluspunkt ist, da gehe ich mal näher ran. Das sind diese Scheiben hier oder für die Scheinwerfer. Das ist ganz wichtig, dieses Detail, weil das war wirklich in den 20er, 30er, 40er Jahren, teilweise auch noch in den 50er Jahren an den Fahrzeugen so dran. Und wie ich finde, ein wichtiges Teil, was man so nicht weglassen sollte. Ja, hier haben wir das Chassis, diverse Teile, Armaturbrett, dies, das und jenes. Ja, auch in der gleichen schönen Qualität. Das gefällt, das macht Spaß. Da gibt es, denke ich mal, nichts groß zu mäkeln oder zu meckern. Dann hat MiniArt uns hier so ein kleines Pappschächtelchen mit reingelegt. Was sich darunter verbirgt, das lüften wir mal gleich, das Geheimnis. Und zum Schutz, dass das Ganze nicht kaputt geht, haben wir hier das Oberteil. Und man beachte alleine hier schon diese wunderbar filigrane gemachten Streben hier für die Windschutzscheibe, genauso wie die schöne maßstäbliche Stärke von dem Blech des Fahrzeuges. Das hat eine sehr, sehr hohe Qualität, auch wie man das hier schön sehen kann. Das gefällt richtig gut. Da gibt es nichts zu mäkeln. Innen drinne sind die Auswurfstellen, die man gut reinigen konnte oder dann wegmachen konnte. Von unten sieht das Ganze so aus. Wie gesagt, das ist eine schöne runde Sache und gefällt. Dann habe ich hier noch die Nassschiebebilder. Da hätte ich mir jetzt noch gewünscht, dass vielleicht noch Deckels dabei gewesen wären für das Armaturenbrett. Aber gut, man kann nicht alles haben. Dann haben wir hier den Kühlergrill, das Lenkrad, diverse andere Sachen. Auch das macht einen wertigen Eindruck. Und dann wären wir mit der Vorstellung auch schon soweit durch.
So, meine lieben Freunde, kommen wir zur Schlussbetrachtung dieses ja wirklich schön gemachten Fahrzeugs. Der Preis ist für ja die relative Größe ist natürlich ganz schön happig, aber dafür bekommt ihr wirklich ein toll gemachtes Fahrzeug, was an Details eigentlich nichts vermissen lässt. Also ich vermisse da nichts. Die Scheibenreifen aus Kunststoff sind hervorragend, besser als diese Vinyl-Quietsch-Dinger da immer. Dann bekommt man Decals für 6 Varianten, wirklich 6 außergewöhnliche Varianten, nichts von der Stange. Richtig recherchiert, wohlgemerkt. 2 Figuren sind damit bei, Ätzteile sind damit bei. Ingenieurtechnisch ist das Ganze richtig gut gemacht. Hier nochmal die 6 Farbvarianten dargestellt. Zeitgenössischer Bart hier, auch die Frisur der Dame, das passt alles. Dann bedanke ich mich bei euch wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr mögt. Und wir sehen uns dann gerne beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.